Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal bei meinem Jaesu FT-DX10. Da hat mich immer eine Sache gestört, und zwar für den externen Lautsprecher, den ich mir besorgt habe. Da gab es kein Umbaukit von Phonema. Das hatte ich nämlich bei meinem iCom IC7300 in den externen Lautsprecher verbaut, und das hat da klanglich doch einige Verbesserungen gebracht. Deswegen wollte ich das auch für den Jaesu SP30 Lautsprecher haben, und mittlerweile ist das verfügbar. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich mir das überhaupt holen soll oder ob ich nicht selber irgendwas bastle, habe mich dann aber für das Phonema Kit entschieden, einfach weil sich das auch finanziell kaum lohnt, da selber rumzubasteln. Heute zeige ich euch, was hier in dem Kit alles drin ist und wie das hier eingebaut wird. Los geht's! Wir starten mal ganz gemütlich mit dem Lieferumfang. Hier die Umverpackung relativ unspektakulär. Phonema Fitz steht da drauf, und hier an der Seite steht noch Fitz Jaesu 30A für eben jenen SP30 Lautsprecher. Wie gesagt, ich hatte überlegt, mir das einzeln zu kaufen, aber wenn man zum Beispiel Watte kaufen möchte und auch entsprechende Klebefolie, Dämmfolie, dann kommt man so am Endeffekt auf knapp 30 Euro, die man da investieren muss. Und hier das Gesamtpaket hat knapp 40 Euro gekostet mit komplett zugeschnittenen Teilen. Da braucht man also nicht selber groß rumzufriemeln. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, ich schütte das hier mal so ein bisschen raus, und dann fallen hier auch die Einzelteile direkt raus. Ihr seht hier, wenn wir das mal gerade an die Seite tun, hier ist eine kleine Anleitung dabei. Hier seht ihr, wie sich das klanglich verbessert, in welchen Frequenzbereichen im Original und eben mit dem Umbaukit. Dann wird das hier beschrieben, wie umzubauen ist. Aber das werden wir jetzt natürlich auch der Reihe nach noch machen. Und hier seht ihr das auch nochmal, die einzelnen Teile. Ja, und das sind die Teile. Die haben einerseits hier eine dicke Bitumenschicht und andererseits hier eine etwas weichere noch, um das Ganze zu dämmen. Davon gibt es hier zwei solche Teile. Dann zwei größere Platten, die dann halt, ich denke mal, oben und unten hinkommen. Und dann haben wir noch eins hier, ein Teil für die Rückseite. Da ist auch ein kleines Loch drin für das Kabel, nehme ich mal an, das da durchkommt. Und ja, dann haben wir hier noch so einen Schaumstoffblock, der hinten auch noch mal reingesetzt wird zur Dämmung. Das also hier das gesamte Kit. Und es gibt natürlich auch noch einen schicken Aufkleber hier, Phonema Fitz Acoustically Improved, sodass man da das Ganze auch kennzeichnen kann. Ja, soweit die einzelnen Teile. Hier, wie gesagt, aus Bitumen und aus weichem Schaum. Und die werden wir jetzt als nächstes dann mal schnell einbauen. Als allererstes muss natürlich hier mal der Lautsprecher zerlegt werden. Dafür muss man eine ganze Menge Schrauben öffnen, nämlich 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite 5, 6, 7 und 8. Und dann gibt es hier noch 2. Damit sind wir hier allein bei 10 Schrauben, um dieses obere Cover zu entfernen. Aber hier unten sind auch noch 2 Schrauben, die ebenfalls entfernt werden müssen. Das machen wir ebenfalls jetzt hier mal gerade. Also eine ganze Menge Schrauben. Wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr ein bisschen vorsichtig das Ganze zerlegen. Das geht ein bisschen schwer, ist so mein Eindruck, aber man bekommt es hin. Man kann hier, wie gesagt, das obere Teil einmal abnehmen. Das ist eine Sache. Und dann kann man hier den Lautsprecher ebenfalls abnehmen. Der muss hier vorsichtig so ein bisschen losgewackelt werden. Und dann hat man den hier ebenfalls in der Hand. Ja, was ihr hier schon machen könnt, direkt bei dem Lautsprecher, ist hier denn die Verbindungen abziehen. Das sind so Steckverbindungen. Ihr solltet die euch aber markieren, damit ihr das Richtige dann auch wieder ins richtige Ende reinsteckt. Ich markiere mir die hier mal so rot eine Seite und ziehe das dann vorsichtig hier raus. Löse hier die Steckverbindung einmal hier und einmal
Na, da, so, dann hat man das hier gelöst. Das ist sehr gut hier von Jaeso gelöst. Das Ganze auch insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, hier beim Zerlegen, gefällt mir dieser Lautsprecher von Jaeso deutlich besser als der von ICOM. Wir erinnern uns vielleicht oder erinnert euch vielleicht an das Video vom ICOM-Umbau. Da war hier nur so eine kleine Plastikbox drin und der hintere Teil wurde einfach überhaupt nicht benutzt. Das ist hier nicht so. Ihr seht hier zum Beispiel, dass das hier offen ist durchaus und ihr seht auch hier, dass Jaeso hier schon Bitumenplatten verklebt hat. Einmal hier an der Unterseite und auch an der Oberseite ist hier so eine Bitumenplatte schon verklebt. Also von der Qualität her deutlich besser. Ja, dann können wir jetzt anfangen mit dem Umbau und ich lege dazu mal die Oberseite so ein bisschen weg. Was wir jetzt hier als allererstes mal machen, wir pitchen jetzt hier mal vorsichtig den Kabelbinder durch. Hier aufpassen, dass ihr nicht das Kabel zerquetscht, sonst gibt es noch ein bisschen Lötspaß on top. Das wollen wir vermeiden. Und dann können wir jetzt hier schon das erste Teil einsetzen. Das erste Teil ist das hier, BK für Back, also für die Rückseite. Und das Bitumen kommt immer nach außen und dieser weiche Schaumstoff nach innen. Das Loch natürlich nach unten hier, wo auch die Steckverbindung ist. Das heißt, wir stecken das jetzt hier einmal durch, fädeln das hier so durch und dann setzen wir das vorsichtig hier ein, sodass das auch mit dem, mit hier unten mit dem Anschluss, mit der Steckdose, hier mit der Cinch-Stecker da passt. So, das nächste Teil, was wir dann brauchen, ist die Unterseite. Die ist relativ dick mit B gekennzeichnet, B für Bottom und die wird dann hier eingesetzt. Das ist jetzt ein bisschen friemelig, weil wir hier darunter kommen müssen und das wirklich ganz nach unten bringen müssen. Und das Kabel muss hier so ein bisschen dann irgendwie da durch an der Seite so ein bisschen rausgeführt werden. So, und das dann hier darunter setzen, dass wir hier wirklich ganz nach vorne kommen. Ich guck mal, ob ich es hinbekomme. Ja. Ich denke mal, so ist es ganz gut geworden, dass es hier vorne bündig ist. Ihr seht, am Ende bleibt natürlich hier noch so ein bisschen Raum übrig. Klar, da ist ja die Steckverbindung, die soll auch nicht zu sehr gequetscht werden. So ist das Ganze. Ja, als nächstes dann, hier können wir den Lautsprecher wieder reinsetzen. Und dafür muss jetzt hier diese Zunge, die ihr hier seht, hier drunter eingeführt werden. Also so ungefähr. Denn ansonsten kann man das nicht richtig montieren. So, ich gucke mal, ob ich es richtig gemacht habe. Jawohl, so. Und wenn das dann der Fall ist, dann sollte es sich jetzt auch wieder festschrauben lassen. Und das können wir dann als nächstes machen. Hier unten, sehen wir nochmal, gucken wir nochmal. Jawohl, gut drücken muss man da. Und dann können wir das hier unten auch schon wieder festschrauben. Und dann haben wir dann die Unterseite auch schon festgemacht. Als nächstes werden dann die Seitenplatten hier eingesetzt. Da muss man einfach mal schauen. Das hier ist die mit R gekennzeichnete, kommt also nach rechts. Und ihr seht schon, es gibt hier eine lange Seite und eine kurze Seite. Und die lange, die kommt hier nach unten immer. Ja, da müssen wir das jetzt hier sehr passgenau einsetzen, dass wir hier das genau dann so hier haben. Okay. Und das Ganze dann auf der anderen Seite nochmal wiederholen mit dem entsprechend gekennzeichneten Teil mit L. So, wenn das dann erledigt ist, dann können wir im Prinzip hier auch schon die Anschlüsse wieder draufsetzen. Die sind ja jetzt hier farblich gekennzeichnet, daher sollte das überhaupt kein Problem sein, die richtig rum reinzusetzen. So, und dann kommt hier dieses weiße Stück Schaumstoff noch an das hintere Ende. Dann haben wir das hier auch reingesetzt. Ja, und wenn alles dann soweit drin ist, fest ist und sitzt, dann kommt zum Schluss jetzt hier noch der Deckel quasi oben drauf, das Teil mit der Bezeichnung T für Top. Das setzen wir hier ebenfalls noch oben drauf einmal. So, und das hier wieder so ein bisschen hier unten drunter stecken, damit das hier auch reinpasst. Ja, und wenn das dann drin ist und kompakt verbaut ist, dann sieht das Ganze so aus wie hier. Und jetzt kommt die eigentliche Herausforderung. Jetzt muss nämlich auf all das hier noch der Deckel wieder drauf. Und das ist eine ganz schöne Friemelei, das jetzt hier wirklich
festzumachen, aber das kriegen wir natürlich auch hin. Passt auf, denkt daran, dass hier das vordere Teil nur mit zwei Schrauben befestigt ist. Also da im Zweifel eher vorsichtig versuchen und nicht hier vorne dran reißen und Gewalt ausüben, sonst bricht euch da unten der Lautsprecher oder die Schrauben zumindest ab. Also da ganz vorsichtig. Am besten, so wie ich jetzt hier gerade, irgendwie von oben gucken, dass es passt und dann anfangen, die Sache festzuschrauben. So, wenn dann die letzte Schraube drin ist, dann ist das ein richtig dickes, schweres Teil geworden. Richtig kompakt. Als allerletztes kommt natürlich jetzt hier noch der Aufkleber hier hinten drauf. Ich muss mal gucken, dass wir das hier genau neben diesen Anschluss platzieren hier, dass das gut passt. Und dann weiß auch jeder, dass hier ein Phonema-Kit noch zusätzlich verbaut ist und hier den Klang noch mal etwas verbessert. Ja, zu guter Letzt heißt es dann natürlich noch, das Ganze wieder ans Gerät anschließen und dann den neuen umgebauten Lautsprecher genießen. Guatemala 4. Bravo, good afternoon, back to you, Copper 39, step over. Yeah, thank you so much, Sepio, Copper 39, Dan, San Marino Republic, very nice, beautiful scene in Europe, just a moment. 73, good day back to you, Sepio, alles Gute, Dankeschön, ciao. Thank you, good day, Tango 77, Lima Alpha, QZ 20, QZ. Soweit der Umbau des Jaesu SP30 Lautsprechers hier für meine FTDX10 Station mit dem Phonema Fits Umbau Kit. Das Kit verlinke ich euch natürlich hier unten in der Videobeschreibung und für all jene, die jetzt sagen, ich will das lieber selber bauen, da werde ich euch auch was verlinken, Dämmwatte zum Beispiel und auch Bitumen, dass man einfach aufkleben kann mit so Klebefolie, dann kann man sich das selber zurechtschneiden, aber wie gesagt, da kommt man am Ende so auf roundabout 30 Euro und das war es mir dann nicht wert, da habe ich dann lieber für 40 Euro hier zu dem Phonema Kit gegriffen. Ich habe das Kit bei meinem Icom Lautsprecher, bei meinem 7300 schon lange im Einsatz und bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auch hier den SP30 für meine Jaesu Station umbauen konnte. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr mir das gerne hier unten in die Kommentare hauen. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr den Kanal, das Video auch weiterempfehlen in eurem Freundeskreis, in eurem Ortsverband oder zum Beispiel in Gruppen auf Facebook oder anderen sozialen Medien. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr kommende interessante Videos nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.